Hallo und willkommen bei den Koffischen Kumpanen. Wir haben eine Weile nichts von uns hören lassen, aber jetzt sind wir wieder da. Wir beginnen unsere Tour heute im wunderschönen Neuruppin und wandern den See immer weiter hoch nach Norden, um uns dort am nächsten See, am Molocher See, ist der Moloch? Moloch war ein anderer, ne? Ich glaube ja. Moloch war, glaube ich, ein Dämon oder ein Gott, je nachdem. Wir sind super vorbereitet. Aber irgendwas mit See war das. Genau, wir laufen hier am Neuruppiner See weiter entlang bis zum nächsten See und dort werden wir unser erstes Lager aufschlagen. Guten Morgen! Wir haben jetzt unser erstes Lager aufgeschlagen, direkt hier am wunderschönen Molchosee. Ja, ich hab's richtig gesagt, was willst du? Claudius hat mich nämlich falsch informiert, auf welchem See wir sind. Deswegen. Das ist der Molochsee, Claudius, wirklich Molochsee. Denkst du, darauf falle ich nochmal rein? Ja, es ist eigentlich ganz schön hier. Wie hast du geschlafen? Nicht gut. Ach so, weil der Busch dich hier penetriert hat nachts. Genau, wir wollten die Pflanzen hier nicht zerstören. Dadurch hatte ich aber, dass hier abends links und rechts bei mir am Ohr so Kratzen war die ganze Zeit. Direkt links und rechts direkt am Ohr, das ist nicht ja, gut. Das ist nicht gut. Wir haben hier so einen kleinen Strand, Mini-Strand, einen hässlichen Mini-Strand. Da haben wir gestern Abend noch gesessen und dann kam ja hier allen, da war es ja schon ein bisschen dunkel. Und dann haben wir dann noch einen Film geguckt auf dem Handy. Und mehr haben wir gar nicht gemacht, da sind wir schon ins Bett. Ich bin hier. Ja, ein dünner Baum hält mich, ja, das reicht. So, müssen wir nur noch den restlichen Müll hier zusammenpacken, unsere Sachen. Ja, aber du passt nicht in den Mülleimer. Ich passe nicht in den Mülleimer. Und dann gehen wir ins, was für ein Café war das nochmal? River Café. Ja. River Café. Um zu frühstücken. Frühstück. Ich bin. Du hast ausgemacht, oder? Nee. Nein, du nimmst noch auf und sieht noch nichts mehr. Man sieht noch nichts mehr. Geil. Jetzt sieht man wieder was. Ey. Falls ihr euch fragt, was ich da anhabe, ich habe meinen wunderschönen Königin. Königinnenmantel an. Ja, oder meinen Prinzessinnenmantel habe ich an. Ja. Sieht lächerlich damit aus. Was? Ich dachte, ich würde eine neue Mode erschaffen. Ich trage auch eine Decke. Aber. Aber mit Würde. Mit Würde. So wie es sich gehört. Ah, Ah, nee. Ich hab das halt selber geknüpft, mein Mantel. Ja, so, jetzt wollte ich auch mal hier zeigen. Warum habe ich schon wieder jetzt zurück? Hier. Hier ist eigentlich ganz schön. So, ich bin jetzt hier noch ein Stück gelaufen, weil wir haben uns nämlich nochmal neue Funkgeräte gekauft. Weil es doch ganz praktisch ist, wenn man irgendwie sich mal aufteilt, der eine irgendwie noch was sucht und der andere schon irgendwie Lagerplatz vorbereitet oder so. Oder man sich auch mal aufteilt und getrennt nach einem Lagerplatz sucht, dass man dann irgendwie mal kommunizieren kann. Und da haben wir jetzt halt Funkgeräte, die natürlich nur im Jedermannsfunkbereich agieren. Und jetzt bin ich mal ein Stückchen weggelaufen. Ich muss mal gucken, ob es funktioniert. Kannst du mich noch hören? Klar und deutlich. Roger. Ja. Ich kenne Roger.
Wo ist Roger? Roger. So. Weiß nicht, wie weit ich jetzt gelaufen bin schon. Ich schätze mal so 10 Minuten. Dom, ich bin jetzt zweimal abgebogen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Rückweg noch finde. Mach die Augen zu, dreh dich 10-mal. Guck entschlossen in die Richtung, in die du gehen möchtest. Dreh dich nochmal um 180 Grad in die da lang. Verstanden. Also mein Weg hat jetzt eine Schleife gemacht gerade. Theoretisch müsste ich jetzt auf den Weg zurückgehen, von dem ich gekommen bin. Ich bin gespannt, ich folge diesem Weg jetzt. Ansonsten werde ich mich hinhocken, dir per WhatsApp meine Koordinaten schicken und du musst mich abholen. Da ist dieser olle Bagger. Und hinter dem Bagger rechts ist unser Lager. Nähere mich deinen Zielkoordinaten. Mann, fuck, Mücken. Roger. Bin ich Roger. Mücken ist echt übel. Da bewegt sich was, was sich auf unser Lager zu bewegt. Solltest dich verstecken. So, hier ist der Mülleimer, den fanden wir ganz praktisch. Da werden wir nachher gleich unseren Müll drin entsorgen. Und dann wird es sich wieder etwas leichter wandern. Und das bist nicht du, er trägt nämlich keine rote Decke um die Schultern. Es war zu warm, ich habe die wieder abgenommen. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Guck mich an, ich nehme niemals ab. Touché. Ja, geil. Dann freue ich mich langsam aufs Frühstück. So. Wir haben jetzt zusammengepackt, sind teilweise noch dabei, also so die Reste packt Dom, glaube ich, da noch zusammen oder schnürt seine Schnürsenkel. Ja, und dann werden wir mal loslaufen Richtung Café. Es ist jetzt 9.13 Uhr, wir sind sehr früh, wir werden wahrscheinlich noch vor 10 Uhr am Café sein, obwohl die erst um 11 Uhr aufmachen. Lass dich hier noch ein bisschen in die Sonne liegen. Oder haben wir, na hier finde ich es jetzt gerade nicht so schön. Vielleicht laufen wir trotzdem schon hoch und gucken mal, ob es da noch irgendwas gibt. Weil hier ist schon so ein bisschen sumpfig und moddrig. Also, weiß nicht, also, auch wenn hier zwar ein bisschen Sonne ist, aber so richtig geil ist es nicht. Es ist immer ein bisschen feucht und ich weiß nicht, wie das hier Neuruppin ist. Oder Altruppin. Ich weiß nicht, wie das hier ist, ob hier auch Leute kommen und hier die Mülleimer durchwühlen. Hier so abgelegene Mülleimer, aber lohnt sich wahrscheinlich, weil hier sind nämlich gestern auch Jugendliche gerade abgehauen, dass wir angekommen sind. Und da sieht man schon ein paar Bier, Schloss, das sieht man. Wir packen uns unseren Müll dazu, das ist im Grunde halt auch noch einiges an Pfand. Keine Ahnung, ob das ein Besitzer findet, einen neuen. Mal sehen. So, Mülltüte ist wieder leer. Können wir die wieder nutzen. Das Display geht mir noch ein bisschen zu schnell aus. Ich glaube, das muss ich noch mal umstellen. Ja, so Leute von heute. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Schnitt. Bis in 5 Minuten oder so. Nicht in 5 Minuten. Du schneidest ja, das kommt ja nicht 5 Minuten Stille. Kommt ja nicht 5 Minuten Stille? Kommt einfach so lange Schwarzbild eingeblendet, bis wir wieder was aufnehmen. Hey, du hast keine Mütze in kosmischem Kumpanblau auf heute. Nein, habe ich nicht. Tja. Du
Du bist kein Kumpan mehr, geh weg! I will walk 500 miles. Fein Kontakt! Voraus! Radfahrer! Wirf die Krähenfüße! Ich schub dich auf die Straße, um dich zu retten. Wir brauchen einen neuen Claudius. Ja. Nee, diesmal. Moin. Diesmal sind wir ja nicht so lange unterwegs, sondern was haben wir uns rausgesucht? Ich glaube, maximal kommen wir irgendwie im absoluten Maximalfahrt für 35 Kilometer oder so, ne? Naja, das ist wirklich jetzt nicht mal nicht so viel. Das heißt, heute machen wir ganz entspannt, werden noch ein paar Strände aufsuchen an den Seen. Da gibt es so Badestellen und da gibt es auch irgendwie Campingplätze und so, mal gucken. Dann werden wir sicherlich noch ein bisschen baden gehen, ein bisschen chillen, abends irgendwie ein schönes Lager suchen, irgendwas mit einem schönen Ausblick. Und morgen werden wir dann eigentlich nur noch straight zurück wandern. Ja, eigentlich nur noch zum Rheinsberger Tor wieder zurück, straight, und dann mit dem Zug nach Hause oder beziehungsweise ich mit dem Bus. Ja, das klingt nach einem Plan. Man sieht dich nur halb, Dom. Ich weiß nicht. Ich habe abgenommen, deswegen. Ja, nee, ich fand es besser. Oder meintest du nur die obere Hälfte? Nee, nur den Arm. Ich fand ich jetzt besser. Ich mach's wieder so. Hier ist eine Abzweigung. GoPro Power. Man kann es machen. Wenn du willst, wir können es ja aufteilen. Du kannst da lang gehen, dann treffen wir uns. Ja, wir haben ja Funkgeräte. Wir können es ja machen. Doch mal in den Weg hier. Hier ist ja eigentlich ganz angenehm und solange man in Bewegung bleibt, kommen auch kaum Mücken. Ja, tatsächlich. So ist es. Also bei mir kommen keine, aber ich glaube, es kommen kaum welche. Ich leite die immer weiter. Es gab gestern so ein paar Stellen da so im Moor. Wenn du stehen geblieben bist, waren sofort 100 Mücken auf dir. Aber wirklich instant. Sobald du losgelaufen bist, ging es wieder. Also man muss in Bewegung bleiben. Aber im Lager ging es auch, weil es windig war über Nacht. Das war halt auch so, das war okay. Und das Fliegengitter hat geholfen. Ja, aber auch bevor wir das Fliegengitter hatten, als wir noch gesessen haben, da hat das Mückenspray geholfen. Der Wind. Ja, das Mückenspray hilft. Also aber die umkreisen einen trotzdem und versuchen trotzdem irgendwo eine Schwachstelle zu finden. Also diese nervenden Geräusche von den Viechern hast du trotzdem, nur beißen halt weniger. Ich glaube, Mücken beißen, ne? Ja, doch, da. Die haben ja ein Maul. Und mit dem reißen sie dir Fleisch, mit ihren Zähnen reißen sie dir Fleisch aus. Und das juckt ja, das ist ja das, was juckt. Das ist da, wo die ihre Zähne dann das Fleisch rausreißen. Und das ist so viel Fleisch. Seht ihr? Und dann soll noch mal einer sagen, bei uns lernt man gar nichts. Jetzt wisst ihr, dass Mücken Mäuler haben. Ist das Pisse? Also das riecht wie Pisse, oder? Riechst du das auch? Wow. Ich trinke halt nicht so viel davon. Au. Au. Meine neuen Schuhe. Guck mal da, den Gerät. Ja, den mähten Rasen. Ich denke, das war richtig, ne? Man muss also erst noch mal über diesen See kämpfen, bevor man hier rankommt. Wir sind wirklich eine Stunde zu früh. Herzlich willkommen im River Café. Ich glaube, dass man sich hier schon irgendwo besser hinlegen kann oder so. Hinlegen? Oh, auf eine Wiese oder so, bevor die aufmachen. Ja, da vorne nehme ich an. Am Ufer. Ja, gute Idee. Gucken wir mal. Die Sonne wollte sich ja von sich legen. Na ja, ich habe halt meine Sachen noch gepackt.
noch ist zu. Steht auch 11 Uhr dran, ne? Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, 11 bis 18. Ja. Na dann würde ich sagen, warten wir mal ein halbes Stündchen. Und dann probieren wir es nochmal. Guck mal. Hier haben wir doch was zum Hinsetzen. Wenn uns hier nicht die Mücken auffressen. Oder da ist eine Brücke und da hinten wäre eine Wiese. Siehst du die? Links? Ja, die gehört da zum Privatgelände. Ah, deswegen ist da der Rasen gemäht und es gibt da eine Hecke. Das können wir invaden. Also Standort, das heißt, wir sind hier, hier und hier. Ja. Gott sei Dank haben wir ein Funkgerät dabei. So, reinsetzen. Ja, los.